Also, sein Terry Bark ist nicht hier. Wo könnte es denn... Uch. Terry Bark! Ob es noch weitergelaufen ist? Auf geht's! Übrigens hört er sich mittlerweile komplett anders an. Ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er sich anhört. Quäkig. Quäkig. Ich dachte, ich bin quäkig. Nein, das klingt eher so, als hättest du die ganze Zeit irgendwas im Mund. Der will mit uns kämpfen, das weiß ich sogar noch. Ja. Ja gut, ist ja wurscht. Oh, ein neues Gesicht! Lass uns gleich mal kämpfen. Bevor ich sterbe. Bin ich zum Sterben hochgegangen. Gott, Zoe! Es gibt Gott? Ich wusste es nicht, wer ist. Ich wusste es auch nicht. Kaum Alat. Zum Glück gibt es nicht so viele Götter. Oh, scheiße, das kann kaum Alat. Ich glaube noch keine Drachen. Selbst wenn das kann, kann man es nicht ändern. Boden, aber es kann. Kannst du eine Schelle? Ich weiß es nicht. Wir müssen bei Glut bleiben, es ist, weil Smog ist zu schwach. Ja. Ja, wenn es uns zu Sand, zu Tode Sand wirbelt. Spielt's auch keine Rolle mehr. Ja. Ja gut, aber Hirse ist ja gut dabei. Ja. Ja, gut. Ah, hatten wir nichts zu befürchten. Schreis bitte. Ist ja auch für kurz das Herz stehen geblieben. Ja. Oh Mann. Jetzt komm schon. Hirse. Yes. Oh. Wow, nur 87 Punkte. Hauptsache, er Hirse hat ein Level up. Nein! Ja gut, ja, sollen wir Pokémon wechseln? Auf Stalunia? Reikwasser war Drache. Flug? Müssen wir auf Stalunia wechseln. Ach du Scheiße! Ja, wir sind nur noch so jung. Oh nein. Wir hätten halt keinen Gott herausfordern dürfen. Ja, schon gemerkt. Ja, probieren wir mal, wie viel wir ihn abziehen. Ja, das macht nicht viel. Und wir machen viel. Hoffentlich bleibt er bei Windhose. Ich trau mich nichts zu sagen. gut. Ach, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank! Oh mein Gott. Bei Rayquaza kann, denke ich, schon Drachen. Weiß nicht, lass mal meine Glaskugel befragen. Da schlägt sie. Wow. Boah, Alter. Boah, Alter. Da fängt schon wieder an mit den vielen XP. Da fängt schon wieder an mit den halben Herzinfarkten. Aber sehr geil. 1, 2, und schwupp, die Spaghetti-Bälle, ich hab Tickle vergessen und lernt mich Heilklaue. Boah, Alter. Okay. Und dein es Einsatz. Lernt auch keinen. Da fällt mir ein, ich hab hier was Tolles für dich. Schon besser. Ich würde sagen, besser. Ja, das ist ganz nett. Ja. Benutzt das, wenn dein Pokémon paralysiert ist. Pokémon verschwinden ja nicht einfach von allein. Im schlimmsten Fall ist ihm was passiert. Ja, es wird irgendwo tot im Gebüsch hängen. Bin ich von überzeugt. Warte. Nee, ja. Warte mal, ich hab. Nee, ich hab Stalunia gar nicht an erster Stelle. So, Psycho. Ach ja, stimmt ja. Ja! Das ist ganz schön Pech, dass du einem starken Trainer wie mir begegnet bist. Ich bin nämlich ein Breeder. Noel. Noel. Was?
das ist der vergiftige Bösewicht. Das ist noch kein Kampf. Kann das schon Kampf? Das kann doch keine Kampfattacke auf Level 6! Kannst mir doch keiner erzählen! Das ist auch wieder wahr, ja. Ja, oder? Erstmal ein bisschen Angriff hoch. Dann smoggen wir erstmal. Schmock, 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 schmock. Oh, Volltreffer. Das Vieh macht mich gerade ein bisschen mürbe. Ich werde gerade gefragt, kommt der Part etwa heute schon? Nein. Nein. Das hörst du leider erst im... in 3 oder 4 Tagen. Ja. Was ist, wenn ich das Glut einsetze? Ist Glut okay? Ist Glut okay? Ist Glut okay? Das ist Feuer. Ach, scheiße. Glut. Glut ist okay. Glut ist okay. Ich glaube fast, dass Vampyro nur Silberblick kann. Es hat bis jetzt nur Silberblick eingesetzt. Wenn es jetzt eben eine Tackle-Attacke eingesetzt hätte, wären wir wahrscheinlich draufgegangen. Aber ich werde wechseln müssen, weil der ganze Silberblick mir... Was? Was kann Panferno auf Level 6? Besonders? Keine Kampfattacke. Ja! Ich muss auf Spaghetti wechseln. Feuerattacken sind da auch scheiße. Oder ich wechsle auf Salzer und wechsle gleich wieder auf Hirse. Auch kriegt Salzer wenigstens mal ein paar Erfahrungspunkte. Wenn er Verfolgung oder so kann. Dann ist halt unser Arschgesicht im wasten Sinne weg. Dann kommt der mit. Weißt du, wir haben schon so schlechte Erfahrungen mit Ferrero-Küsschen gemacht und dann. Ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass es keine Kampfattacke kann. Nee. Was ist er? 5-6? Kratzer ist aber gut. Dann ist... Oh, perfekt. Was? Das ist doch Blut eingesetzt. Ist auf Level 14. Tempo-Hieb. Dann wäre es aber echt tödlich gewesen, wenn wir Spaghetti eingesetzt hätten. Ja! Yes. Hirse! Hirse, my boy! Er macht trotzdem 5 Schaden. Alter. Es ist ein voll entwickeltes Pokémon. Ist mir scheißegal. Wow. Hm. Nein. Komm, setz doch nochmal Glut ein. Los, Panferno, los, Machon. Glut. So, aber ich glaube, wir sind jetzt. Wir sind aus dem Gröbsten raus. Ja, gut. Ja, jetzt gut wird es das Gift dahin raffen. Goodbye, Panferno. Goodbye. Goodbye, my lover. Bam. Level 10. Nice. Aber die Verteidigung ist nicht gestiegen. Salsa, okay. Salsa! Amaleo, Amaleo. Ja, das klappt. Also toll, Giftwolke. Was? Salsa, was ist los? Salsa. 300 Salsa! Alter Schwede! Es oh, hat aber, ich es dachte, es wäre noch auf Level 8 gekommen. Es hat aber keine vernünftige Attacke erlernt. Das ist echt kacke. Aber wir können Salsa theoretisch jetzt endlich einsetzen. Aber ich glaube nicht bei den Trainerkämpfen. Müssen wir halt gucken, ob das bei den Trainerkämpfen nicht viel. Haben wir bei Salsa überhaupt schon den Typ nachgeschaut? Ah ja. Kratzer. Das kann Kratzer. Wow, Giftwolke macht aber keinen Schaden. Es vergiftet nur. Ja, gut. So, ich wollte dann das Item ran. Prachtig. Wow. Können wir nicht verkaufen? Ja. Können wir sogar teuer verkaufen, aber es erinnert nichts daran, dass es eine verdammte Kack-Prachtfeder ist. Ja, ist auch richtig. Noch ein Item. Juhu! Jolli, ja! Hast du das gehört? Ich sehe hier nach, du suchst da drüben. Nein, kein Bock. Lass mich in Ruhe. Ach, ein Fidelu. Das lohnt sich ja nicht. Nein, nicht mal für Salsa. Mhm. Jetzt zumindest nicht mehr für Salsa. Flucht. Du bist entkommen. Es wäre ja traurig gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Oh. 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 Was für ein Spoiler hier unten. Oh. Siehst du das? Achso, nee. Keine Ahnung. Ich gehe weg. Blöp. Nun, da du das schon mal gemacht hast. So. Ja komm, ich lass mal Salsa vorne dran. Vielleicht bringt's ja was. Ja. Juhu.
Dieses Gejaul! Endlich haben wir dich gefunden! Ein Glück! Ich sag dem Besitzer Bescheid! Bleib du hier! Wo ist er denn? Ach, da oben! Ja. Mist! Du störst! Ich gehöre zu Team Plasma! Oh. Wir bringen selbst heulende Kinder zum Versturmen! Oh, ihr seid ja echt praktisch! Also, ich finde das gut! Schon von uns gehört? Nein. Im Ernst? Wir sind eine aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über Einland übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien. Eine aufrechte wie dem auch sei. Herrschaft befreien. Dummköpfe wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon mal abgesehen, ich bin diesen Terrybug gefolgt und habe mich hier total verlaufen. Und dann findet mich ausgerechnet ein Kind. Das ist alles deine Schuld. Nimm das! Okay, ich dachte, wir kämpfen jetzt gegen ihn. Dachte ich auch. Okay, ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Und was für eine jämmerliche TM hat er uns dazu geworfen, bitte. Jaul! Wuff! Jolli, ey! Jolli, wuh! Oh, Terrybug. Was ist denn nur passiert, dass du ganz allein bis hierher gelaufen bist? Jedenfalls bin ich euch beiden sehr dankbar für eure Hilfe. Du bist ja ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Pass gefälligst besser auf. Darauf. Auf. Mann, wie der keine Zufallsbegegnung hat. Was ist ihm denn zugestoßen, dass er sich so aufregt, weil dein Pokémon verschwindet? Komm, Terrybug, die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Das ist die Random Counter-Rate ist bei ihm nicht so hoch. Ja, wahrscheinlich. Schau, wir hätten schon eine gehabt. Kramchef. Okay. Oder Kramshef. Kramshef. Kramsenf. Du bist voll entwickelt, du gehst mir jetzt schon auf den Geist. Hey! Ich find's so cool, dass das aussieht wie so ein Hut. Das Vieh ist ein bisschen stärker, scheint mir. Willst du sie drin lassen? Willst du sie loswerden? Vielleicht? Lass das! Los, Spaghetti! Wir würden uns doch den Arsch retten! Los, Spaghetti! Wir haben für Zoe auch gedacht und Zoe hat dann gerockt! Verfolgung! Nein! Ah! Gut, dass ich jetzt gewechselt habe und nicht erst in der nächsten Runde. Da hätte sie vielleicht aufgehen können. Blablabla. Wodurch Gift verletzt. Yeah, Kopfnuss. Wir sind tatsächlich schneller als Kratz. Ja, ne? So viel dazu. Oh. Ja, Salsa hat ganz okay Punkte bekommen, würde ich sagen. Tja, dann müssen wir wohl doch erstmal wieder mit Hirse an der Front zurechtkommen. Ist eigentlich schockierend, dass wir jetzt schon mit einem Pokémon hinterherhängen. Yeah. Ja, toll, da hätte ich es eigentlich. Na, egal. Sie halten mich doch nicht mehr. Doch, du musst wieder hingehen. Yeah! Das heißt, wir werden jetzt erstmal Arschgesicht trainieren. Was halt mir jetzt aufgefallen ist. Ich mag sie. Das ist ja noch weg. Trainieren wir sie einfach. Trainieren wir sie. Okay. Okay. So, Leute, damit fand das Training ein jähes Ende. Ausnahmsweise habe ich es mal nicht auf dem Gewissen. Nein, ich habe es auf dem Gewissen. Kommt da einfach ein Cappuccino und haut mit Drachenhut auf Level 6 das Ding halt fertig. Oh, wie es aussieht, konntest du deinem Freund die Karte überreichen. Du und dein Team, ihr wart nur eine Weile weg, dennoch seid ihr gewachsen. Eigentlich ist die Form eingeschrumpft. Ja, das ist richtig. Alles nee, klar, vergessen wir das gesehen, Training. Wie wir das Ding gefangen haben. Ja, stimmt. Ich will, dass ihr mir zur Hand geht. Oh ja. Komm her. Komm zu meinem Haus. Oh. Erstmal müssen wir es freilassen. Ja. Hat es mit, nee, Mitnahme oder so hat es ja nicht. Das heißt, wir können es sauber freilassen. Denn wir wollen jetzt die Pokémon freilassen, damit wir nicht wieder ein traumatisiertes Schelast bekommen. Das auf die dass die Totenbock gekommen ist. Jemandes PC. Pokémon bewegen, ja. Pokémon bewegen. Den Pokémon da unten. Bam!
Tja. Bye, Salza. Ich mochte dich hier nicht. Wir haben Salza in den Himmel entlassen. Ja, oder so. Man muss es nur schön ausdrücken. Ja, ich wollte gerade sagen. Dann ist es alles gar kein Problem mehr. Wir wollten noch drüber reden, dass der Winter voll lame ist. Ja, off-camera habe ich das nämlich geredet. Und zwar, dass ich den Winter voll lame finde, weil hier ist kein Schnee und ich mag eigentlich Schnee sehr oder gerne. Oder es kommt erst noch, weil wie sollst du da sonst... wie sollst du da sonst an die Items kommen? Okay. Hier ist später, glaube ich, Terrarium oder... Nee, Caldeo. Von mir aus auch der. Ja gut. Kein Item und nix. Ja super, hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Ich bin so enttäuscht. Boku, dieses So, ja gut, ne?